Schreiten wir zur Tat. Es geht weiter mit Refuse. Auf Deutsch. Das Menü kommt einem etwas bekannt vor. Allerdings, auch wenn Metroid Fusion später spielt, in der Story, ich glaube, es ist von der Story her Metroid 1, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion irgendwie so. Weiß aber auch nicht hundertprozentig, könnte man mal nachgucken. Metroid Fusion gab es aber für den Game Boy Advance früher, bin ich der Meinung. Dann hatte ich mich mit der Aufsicht des Forschungsteams von Biologic Space Labs beauftragt. Das verschaffte mir ein unerwartetes Wiedersehen mit dem Planeten SR388. Während wir eine Höhle untersuchten, fiel mich eine Lebensform an, der ich noch nie zuvor begegnete. BSA, brauchen alle BSA. Später begriff ich, was mich angegriffen hat. Der parasitäre Organismus, den wir mittlerweile X nennen. Toller Name. Ich wusste nicht, in welchem Zustand ich bereits war, als ich zur Station zurückkehren wollte. Da nahm das Unglück seinen Lauf. Das Bild hat sich ganz komisch verschoben. Die X-Infektion erreichte nur wenig später mein zentrales Nervensystem. Ich verlor mein Bewusstsein. Mein Schiff steuerte direkt auf ein Asteroidenfeld zu. Notfallsysteme des Schiffs schleuderten die Fluchtkapsel vor dem Aufprall heraus. Sie wurde vom Biologic Space Labs Schiff geborgen und zum HQ der Föderation gebracht. In der Zwischenzeit jedoch vermehrten sich die X rasant und beschädigten dadurch große Partien meines Anzugs. Doch die organischen Komponenten des Anzugs waren zu eng mit meinem System vernetzt, um während meiner Bewusstlosigkeit entfernen zu können. Die meisten Teile meines Anzugs mussten chirurgisch entfernt werden, was mein Aussehen dramatisch veränderte. Das X hatte sich außerdem zu tief in mein Nervensystem eingenistet, glaube ich, um ohne Risiko entfernt zu werden. Man räumte mir nur geringe Überlebenschancen ein. Doch dann schien man ein Heilmittel gefunden zu haben. Jemand machte den Vorschlag, Metroid-Zellen zur Produktion eines Anti-X-Serums zu verwenden. Offenbar war es der Föderation gelungen, Zellkulturen des letzten Baby-Metroid von SR388 konservieren. Das Serum wurde noch am selben Tag entwickelt und injiziert. Mit Hilfe des Serums gelang es, sämtliche X-Parasiten sofort zu neutralisieren. Doch für mich war dieses Leben beendet. Obwohl ich überlebte, kehrte ich als jemand anderes ins Leben zurück. Wenn ich so recht darüber nachdenke, wird mir klar, ich verdanke dem Baby-Metroid bereits zweimal mein Leben. Wir haben die BSA-Forschungsstation fast erreicht. Es wird höchste Zeit, die Undock-Sequenz vorzubereiten. Der Schiffscomputer hat mich informiert, dass wir uns im Anflug auf Biologic Space Labs, besser bekannt als BSL, befinden. Etwa zur gleichen Zeit, als man mich auf dem OP-Tisch zusammenpflegte, muss das Forschungsteam den letzten Schwung Musterexemplare von SR388 sowie infizierte Teile meines Anzugs dorthin geschickt haben. Nachdem ich wieder bei Bewusstsein war, teilte man mir mit, dass eine unerklärte Explosion die Station erschüttert hat. Ich weiß nicht warum, aber tief in meinem Herzen hat diese Sache eine unbeschreibliche Angst ausgelöst, die ich kaum in Worte fassen kann. Nun schickt man mich genau an diesen Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Die Leitung der Mission auf der BSL-Station übernimmt der neue Schiffscomputer. Da bleibt keine andere Wahl, als die Befehle einer unflexiblen, kleinkarierten KI zu akzeptieren.
Schließlich überließ man mir das Schiff nur unter der Bedingung. Unter dieser. Keine leichte Aufgabe für mich, wenn ich an meine Probleme mit Obrigkeiten denke. Es ist bereits das zweite Mal, dass ich mich fügen muss. Wenn ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich an meinen anderen Captain denken. Ich erinnere mich noch genau. Das Schöne ist, Zero Mission hat zwar ist zwar so der Grundstein des Spiels, hatte aber wenig Plot. Dieses Spiel hat viele Sequenzen. Also nicht nur Videos, sondern auch viel Text. Also richtig viel Geschichte und so. So. Ist ein ordentliches Ding. In der Quarantänestation hat sich eine Explosion ereignet. Dort befanden sich Kapseln mit den jüngsten Proben von SR388 sowie einige Teile ihres Anzugs, der durch X-Parasiten infiziert wurde. Die Ursache der Explosion ist unklar und zu untersuchen. Die Quarantänestation befindet sich hier. Vorsicht ist geboten. Viele ihrer latenten Fähigkeiten fehlen ihnen noch. Denken Sie daran, Samus. Nutzen Sie unterwegs das Navigationsterminal, um eine Verbindung zu mir herzustellen. Sind die Anweisungen klar? Machen Sie sich nun auf den Weg zur Quarantänestation. Man merkt halt, man hat jetzt so die Basisfertigkeiten. Man merkt, das Handling ist ein bisschen anders. Man ist beim Springen gefühlt ein bisschen langsamer. An den Kanten festhängen kann man sich jetzt schon, von Anfang an. Da haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass das eigentlich eine geile Sache ist, dass man es im ersten Teil auch machen sollte. Und kurz zur Erklärung, also man kann halt auch hier wieder runterschießen, so, das geht auch. Rollen können wir uns gerade noch nicht. Diese Raumstation hat halt quasi Sicherheitsshots. Im Moment sind die Türen offen. Die Shot-Level 0 sozusagen, die Schotte, Türen, wie auch immer man sie nennen möchte, sind halt jetzt im Moment blockiert. Position der Quarantänestation wird angezeigt. Sensoren melden Biosignale. Seien Sie vorsichtig. Aktuell lässt uns das Spiel nicht wirklich Freiraum. Ne? Man kommt hier nicht durch die Türen durch. Der Computer hat uns die Türen geöffnet, wo wir hin können, sollen, müssen. Von daher haben wir nicht viel Alternativen, als genau dahin zu gehen, wo das Spiel uns haben möchte. Hier sieht man, das ist der X-Parasit. Erstaunlicherweise können wir den aufnehmen. Und bevor wir den aufgenommen haben, kommen wir auch nicht aus der Tür raus. Das ist auch wieder dieser Tutorial-Charakter des Spiels. Auch wieder so ein bisschen zeigen, wie die funktionieren. Rechte Nachrichten. Die Proben, die das Außenteam mitgebracht hat, sind von X-Parasiten befallen. Das X ist in der Lage, seine Opfer perfekt zu imitieren. Wirklich kann ihnen jede einzelne Probe als Wirt gedient haben. Ein Wachsensor hat vor der Explosion ein Exemplar erfasst. Der gallertartige X-Parasit befällt den Wirt und vermehrt sich rapide. Dies hat den Tod des Wirtorganismus zur Folge. Zudem absorbiert er die DNS des Wirts, um eine Kopie von ihm zu bilden. Beinahe wären sie selbst der X-Infektion zum Opfer gefallen. Nur das Metroid-Serum konnte sie vor dem Tod bewahren. Scheinbar waren die Metroids die Hauptfeinde des X. Deswegen hat das Serum so schnell und gründlich gewirkt. Aber auch ihre Zellstruktur hat es nachhaltig verändert. Sie sind jetzt gegen X immun. Freischwebende X-Parasiten, die ihren Wirt verlassen haben, können sie nun durch physischen Kontakt absorbieren. Auf diese Weise optimieren sie ihre körperliche Verfassung, regenerieren ihre Waffenvorräte. Es ist denkbar, dass dieses Phänomen sogar latente Kräfte reaktiviert. Nutzen Sie deshalb jede aussichtsreiche Chance, freigesetzte X-Parasiten zu jagen und aufzunehmen. Ich habe jetzt mehr weggedrückt. Diese Station beherbergt viele Spezies, zumeist gefährliche. Wir müssen die X von den Brutstätten fernhalten. Egal, was dazu erforderlich ist, das ist überlebensnotwendig. Ich verzeichne bereits eine massive Anhäufung von Biosignalen in diesem Trakt. X sammeln sich. Es mag unsere Chance sein, sie auszulöschen, aber da muss sie verfügen lediglich über 10% ihrer Kampfkraft. Überlebenschancen tendieren gegen Null. Die Föderation braucht sie, und zwar lebend. Bereit zum Einsatz haben. Gehen Sie nun, ich habe alle Ebene 0 Schleusen entriegelt. Die erkennen Sie an den blinkenden Schotten.
Schotten ist es, also nicht Shots. Genau. Jetzt können wir uns etwas freier hier durchbewegen. Auch vom Plot her, also man sieht hier sind die Grünen. Das, hier in diesem Spiel ist es ausnahmsweise mal nicht so, dass man für die Shots verschiedene Waffen braucht. Sondern man sieht es hier, L1, L2, L3, L4. Hier gibt es verschiedene Sicherheitsstufen auf der Station. Und je nachdem, welche Sicherheitsstufe geöffnet wird, können wir halt weitere Bereiche betreten. Weitere Bereiche erforschen. Jetzt im Moment haben wir Level 0, da können wir quasi nichts sehen. Aber halt, man kommt im Laufe des Plots weiter. Und der Computer schickt einen im Laufe dieser Erforschungsrunde immer wieder woanders hin. Ich habe neue Informationen vom HQ erhalten. Sie erhalten Waffendaten zum Download für Sie. Nach Übertragung dieser Daten verfügen Sie über Missiles. Sie sind sehr hilfreich bei Gegnern, denen Ihr Beam nichts anhaben kann. Gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Der Datenraum befindet sich hier. Wird die Anweisung klar? Durch die Missiles steigen ihre Überlebenschancen, meinen Berechnungen zufolge, auf 20%. Wir müssen da jetzt sowieso erstmal hin. Es hilft jetzt, also gerade am Anfang hilft es sowieso nichts. Man muss eigentlich sowieso das machen, was der Computer sagt. Irgendwie weckt der Computer Erinnerungen in mir an diesen Captain der Föderation, dem ich unterstand. Adam Malkovich. Bei Einsätzen nannte er mich immer Lady. Bei jedem anderen wäre das als Sarkasmus verstanden worden. Doch Adam verlieh dem Ausspruch Würde. Aus Respekt und mit ein wenig Ironie vielleicht habe ich mich entschlossen, den Computer nach ihm zu benennen. Das meine ich mit Plot. Das ist wirklich... Ah ja, hier genau. Hier hat man diesen Regenerator, da kann man sich aufladen lassen. Sag ich mal, simpel und einfach gemacht, aber es funktioniert sehr gut mit, auch mit den Räumen. Es gibt halt Aufladeräume, Speicherräume, Navigationsräume, Datenräume. Missiles einsatzbereit. Auch wieder so. Anderen Spiel auch. So. Ein elektrischer Störfall hat die Aufzüge des Hauptdecks zum Stillstand gebracht. Dies könnte in Verbindung mit dem X stehen. Ich versuche es herauszufinden. Und zu Ihnen. Finden Sie eine alternative Route zum Zielort. Befindet sich. Ich erhalte umfangreiche Biosignale von dort. Hoffentlich sind ihre Missiles voll funktionstüchtig. Ihr Missile-Depot lässt sich an einem der Regeneratoren oder durch Kontakt mit einem speziellen grünen X-Parasiten wieder auffüllen. Wir werden ihnen mit Sicherheit begegnen. Momentan bleibt ihnen nur der Einsatz von Missiles. Zögern sie nicht, sie einzusetzen. Bringen sie nun zum Zielort vor. Und es gibt hier auch, glaube ich, relativ viele Items zum Einsammeln. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, das tue ich ja gerne mal, aber ich bin der Meinung, man hat hier sehr viele Collectibles. Und die Raketen sind hier auch relativ wichtig, weil auch im Laufe des Spiels die Eisfunktion an die Missiles gebunden sind.
Mensch, noch mal wieder schießen. Rote füllen alles auf. Yay, es gibt auch Energietanks. Wie man sieht, sind sie sehr viel kleiner als im anderen Spiel. Das hat aber auch seinen Grund, weil man hier auch echt relativ viel kriegt. Aber es gibt hier auch Gegner, die hauen einem echt ganz schön auf die Fresse. Schüssen kann man hier ein paar Grüne freisetzen. So, und ja, man merkt, der hat hier auch wieder so eine kleine so eine kleine Unverwundbarkeit, nachdem er getroffen wurde. Und dann hat man dieses organische, was auch immer, was einem dann neue Fähigkeiten freischaltet. Da haben wir auch schon wieder Helme aufgebaut. Nicht mal ums neue Aufladen, sondern einfach darum, die Map aufzudecken. So, wir haben unser Item bekommen. Das heißt, wir können jetzt zum Navigationsterminal gehen und Adam Bescheid sagen. Ich hab's befürchtet, Samus. Die X-Parasiten sind in die Brutstätten eingefallen. Biosensoren zeigen Abnormitäten in Sektor 1 an. Sektor 1 ist eine Simulation des Ökosystems von SR388. Wir erreichen ihn, indem sie zuerst die Zugangsebene über den Hauptaufzug aufsuchen und dann Aufzug 1 benutzen. Sind die Anweisungen klar? Genau. Wer immer den X-Parasiten Zugang zu den Anlagen verschafft hat, steht vermutlich auch im Zusammenhang mit der Explosion. Ja, genau. Jetzt, das ist im Prinzip immer wieder so jetzt, das kommt immer wieder. Gehen Sie da und dahin und dann sind die Anweisungen klar. So. Da kommen wir auf jeden Fall hin, ohne drauf zu gehen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Die Schleusen sind auch offen. Bomben haben wir noch nicht. Weiterkommen. Ja, man hat hier leider nicht ganz so viel Freiheit, wenn man so möchte. Boah, kalt, 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 kalt. Nee, da gehen wir. Ich hab's ja auch eben schon gesagt, eigentlich sind wir gegen Ende von Metroid Zero Mission wahnsinnig stark gewesen. Ich glaube, so stark wird man hier nie. Alleine schon, weil man nicht mal das Einfrieren, kann man mit einem normalen Schuss. Ja, das ist unerfreulich. Samus in der stärksten ausgestatteten Form gibt es quasi eine Zug, der zur Zugangsebene führt, wurde schwer beschädigt. Bedauerlicherweise wird er für einige Zeit komplett ausfallen. Es scheint das Werk eines unbekannten Agenten zu sein und offensichtlich verfügt er über enorme Kräfte. Kann kein Mensch sein. Ich werde Sie informieren, wenn ich neue Informationen habe.
Genug dazu, hören Sie genau zu. X haben, haben in Sektor 1 die Klimastabilisatoren infiltriert. Offensichtlich wollen sie die Umgebung ihren Bedürfnissen anpassen. Säubern Sie alle 5 Klimastabilisatoren, um sie aufzuhalten. Und hier, gerade weil das hier eine Forschungsstation ist und man quasi Anweisungen kriegt, hat man immer, wenn man startet, erstmal auch eine Karte. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Das war ja im anderen Teil gar nicht so, weil man diese Umgebung ja überhaupt nicht kannte. Aber hier hat man immer eine Karte. Wie man sieht, können sich mehrere von diesen blöden Viechern auch zu einem großen zusammensetzen. Die Einheiten weiterhin gefällt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viele Energietanks es gibt, aber man sieht halt, der Streifen ist relativ klein. Also da geht auf jeden Fall noch was. Okay, mal gucken, wie viel wir schaffen. Also 100%igen Abschluss schafft mit Sicherheit nicht, aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel verlangt. Nein. Ich bin mir relativ sicher, dass das da unten so ein Boden ist, wo man einfach durchfällt. So. Weiter. Die Viecher hat es, glaube ich, auch bei Metroid Prime gegeben und sie waren so super nervig. Hier sind sie natürlich genauso nervig. Hier, es gibt wieder einen obligatorischen Lavaraum, aber dieser hier ist nicht so heiß, dass man davon krepiert. Und man hat auch wieder, wie in dem anderen Teil eben, man hat auch wieder diese Hinweise auf der Karte mit Kringeln für nicht gefundene Secrets. Karte aufdecken, ja. Ich. Hier muss man ein bisschen aufpassen, merke ich gerade. Ich bin wieder ein bisschen zu hau drauf, das ist gar nicht gut. Interessante ist, ich drücke halt wirklich nach rechts, ne? Also drücke nicht nach oben. Weil das ist, vielleicht ist dieses Gamepad nicht sensibel genug. Vielleicht spiele ich doch lieber mit dem Switch Gamepad nicht. Thank you.
rechts geht es auch raus, aber hier wird wahrscheinlich ein kleiner Zusatzraum. Ach, das ist doch nett. Container sind immer gut, die nehme ich. An. Okay, glaube ich hier runter. Okay, einer reicht. Das Gemeine hier ist, man muss aufpassen, dass die X-Parasiten sich nicht gleich wieder neu formieren, weil die schweben eine Weile vor sich rum. Vor mir rum, also die hauen ein bisschen vor mir ab. Aber das kann halt auch sein, wenn ich zu lange warte, dass sie wie jetzt gerade sich einfach neuen Wirt suchen und einfach einen neuen Gegner wieder stellen. Das ist eigentlich nicht das, was man gerne möchte. Kann man hier einen Regenerationsraum einspeichern? Das stimmt, in diesem Spiel war das getrennt. Also in Zero. Stimmt, in Zero Mission war es ja auch getrennt, aber. Am Ende des Spiels gab es ja diese kombinierten Räume, aber das hat man. Erst gucken, dann schießen. Sehr gut. Das Rote macht einen ja wieder komplett voll. Da. Aber. Hoppala, stimmt. Die darf ich nicht einsammeln. Das Fiese bei dem Ding ist, das öffnet halt so ein Bullauge, aber das schießt dann gleichzeitig noch auf mich. Man sieht halt, der hat diesen Pfeilschuss auf mich eingesetzt. Also der so aussieht wie Pfeile, das ist der Charge Beam, wie man sieht. Und jetzt hat mein Schuss auch pfeilartig. Und ich kann ihn wieder aufmachen. Keine schlechte Sache. Speichern wir das erstmal. Okay, Wandsprung kann ich wohl. Ah, doch, kann ich. Das ist aber voll kompliziert mit dem Controller. Hast geschafft, ne? Komm, das kriege ich noch hin. Thank you.
Ist das zu viel verlangt? Jetzt hätte ich doch schon greifen müssen da. Vielleicht fange ich auf der Seite an. Ja, geht doch. Ach, und keiner hat's gesehen. Ist ja mal ein Clip jetzt, aber verlangen wir nicht so. Wir wollen ja nicht klar. So, jetzt haben wir ja Erfolg gehabt. Jetzt können wir erstmal zum Navigationsterminal zurück und berichten, was wir gemacht haben. Voilà. Das Schöne ist, die Dinger, die kann man einfach mal wegatmen. Man merkt auch, so ein bisschen stärker geworden ist der Schuss auch. Also es ist nicht nur, dass der, dass man diesen Charge-Effekt hat, sondern es ist halt auch ein bisschen Feuerkraft dazu gekommen. Vorräte. Oder Save. Und volle Mission. Was auch immer das sein soll. Klimastabilisatoren sind wieder im Einsatz. Doch wie es scheint, haben viele X bereits andere Sektoren erreicht. Zu den Einzelheiten. Sektor 2, Tro, ein tropischer Lebensraum, weist einige Abnormitäten auf. Ich vermute, die X sind mit Hilfe unseres unidentifizierten Saboteurs in diesen Sektor gelangt. Er oder S hält sich möglicherweise in Sektor 2 auf. Samus, machen Sie sich auf den Weg dorthin. Wir müssen diesen Irrsinn beenden. Das ist geil, dass am Anfang des Spiels schon gesagt wird, also wir müssen es beenden. Man weiß ganz genau, es gibt noch mehr Sektoren und wir werden sie am Ende alle sehen. Während der Einsatzbesprechung musste ich an Adam denken. Der richtige Adam konnte mich gut verstehen. Nachdem er seine Befehle gegeben hatte, fragte er immer, irgendwelche Einwände, Lady? Dabei wusste er genau, dass ich einverstanden war. Das war seine Art, unser gegenseitiges Vertrauen zu bekunden. Frag mich, ob ich diesem Computer auch vertrauen kann. Wie man sieht, der Hauptaufzug ist gerade kaputt. Die Karte sieht klein aus, aber wir wissen ja, es gibt noch viele grüne Bereiche, ne? Kennst du die Identität des rätselhaften Saboteurs. Samus, es ist ein X, das sie perfekt nachahmt. Deshalb werde ich es künftig als Sa-X bezeichnen. Sein Ursprung liegt offenbar in den Kapseln, in denen die infizierten Reste ihres Anzugs aufbewahrt wurden. Durch den Einsatz einer Powerbombe konnte es aus der Quarantänestation fliehen. Die Explosion zerbrach sämtliche Kapseln mit X-Parasiten, der Anfang dieses Desasters. Unsere größte Sorge stellt momentan das Sa-X dar. Sa-X verfügt über ihre uneingeschränkte Kampfkraft. Bei einer Begegnung hätten sie nicht die geringste Chance. Rennen sie um ihr Leben, falls sie ihm begegnen. Denken sie erst gar nicht ans Kämpfen. Doch immer sind sie äußerst kälteempfindlich. Ein unerwarteter Nebeneffekt des Metroid-Serums. Ein Eisbeam könnte sie wie ein Metroid einfrieren. Natürlich verfügt das Sa-X über einen Eisbeam. Meinen Sie es also. Nochmals, rennen Sie davon, wenn Sie es sehen. Das HQ hält im Datenraum die Bombendaten bereit. Bomben sollten Ihnen helfen, einen Ausweg zu finden, falls Sie dem Sa-X ausgeliefert sind. Hier finden Sie den Datenraum, allerdings ist er durch eine Ebene 1-Schleuse abgeriegelt. Suchen Sie daher zunächst das Sicherheitsterminal auf, um die Ebene 1-Sperre zu lösen. Es ist jedoch gemäß der Sicherheitsprotokolle nicht auf der Karte verzeichnet. Sie müssen es selbstständig finden. Suchen Sie zuerst das Sicherheitsterminal und lösen Sie die Ebene 1-Sperre.
Dann suchen Sie den Datenraum, um die Bombendaten zu erhalten. Die Anweisung klar? Nehmen Sie sich vor dem Saar X in Acht. Hier haben wir diese Sperre und den Datenbomb. Alles klar. Könnte man mit der Bombe durch, die haben wir ja. So. Auch mit der Bombe weiter. Auch immer das so gebaut haben, haben mag. Man kommt ja ohne irgendwie, dass man besonders hohe Stürze aushalten kann, hier überhaupt nicht an das Terminal ran. Naja, gut. So, wir haben Ebene 1 entriegelt. Hier ist garantiert irgendwas auf der Karte, aber wir haben ja keine Bomben, also wie sollen wir dann unsere Secrets sehen? Hier zählt natürlich auch wieder, wie in den anderen Spielen auch. Mit den Bomben findet man am besten die Secrets. Datenraum. Auch einsatzbereit. Drücke im Auge bei Modus B. Das sah ich wieder toll angestellt. Das war ein Ausgang kaputt gemacht. Thank you.
man auch erstmal wissen, ne? Aber hier gibt's auch irgendwo. Nee, den gab's nicht. So ein One-Way. Naja. Wie man sieht, es gibt hier richtig schön viele grüne Räume. Wobei ich mich natürlich schon ein bisschen frage, wie solche Räume, die ja eindeutig nicht ungeplant hier sind, wie die entstehen können. Also sonst so, na okay, weil bei den Planeten, ja gut, es ist halt natürlich ein bisschen konstruiert, dass es solche, dass es da so Raum für Raum ist. Man merkt schon an der Art, wie die Räume gebaut sind, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Also, ein bisschen merkt man so, es liegt was in der Luft, so. An der Stelle kann ich halt auch sagen, ich habe dieses Spiel wesentlich eher, also wesentlich mehr gespielt, als ich zum Beispiel Metroid Zero Mission gespielt habe. Das habe ich einmal gespielt. Aber Metroid Fusion, das hatte ich damals auf dem... Hatte ich ja schon mal erzählt. Ich hab mir das geliehen. Damals. Und ich hab's geliebt. Das Spiel war... Es war klasse. Ich find's immer noch super. Das hat auch ein... also erstmal hat es wesentlich mehr Bosse als... als der erste Teil. Wesentlich mehr. Also auch richtige Bosse. Und die Bosse sind auch gut gemacht. Also die haben... die sind zwar zum Teil wirklich schwer und also ich werde da mehrere Anläufe brauchen, definitiv. Aber sie sind fair und finde ich, ist das Wichtigste. So. Ich finde, Gegner müssen einfach auch irgendwie fair bleiben. Dieser Klauenangriff von dem Viech eben, also hier, das ist, wenn er mit dieser Klaue so und damit irgendwie so 9/10 des gesamten Screens einfach mal abgrast, das empfinde ich jetzt nicht besonders fair. Na gut, okay, man hat mit ein bisschen Übung hat man natürlich auch so eine gewisse Erfolgschance gehabt. Das habe ich dann ja auch gemerkt. Ich hatte am Ende doch eine, also ich will nicht sagen eine gewisse Zuverlässigkeit, das vielleicht nicht unbedingt. Aha, okay, ach, okay, das ist der Raum von, okay, gut, jetzt habe ich es kapiert. Wir müssen von da oben, von dem Raum, müssen wir uns durchsprengen, da wo wir eben den Energietank mitgenommen haben. Deswegen ist der Raum auch so ein bisschen einzeln gewesen. So eine Sackgasse nur für einen Tank? Stimmt, das hätte mir schon ein bisschen komisch vorkommen müssen. Ah, da ist es doch. Ah, das ist ja gut mit mir gemeint. So, wen haben wir denn hier? Meistens erkennt man schon so ein bisschen, also... Also manchmal erkennt man halt, also jetzt bei den Bossen erkennt man es nicht, aber... man erkennt später, wenn die X-Form erscheint, dann erkennt man meistens so ein bisschen, was für eine Art von Skill man da jetzt bekommt. Daneben.
Raketen mehr? Doch. Ich muss hier gerade nicht mehr schießen. Haben wir hier ganz viele grüne Dinge jetzt hier gekriegt, damit wir jetzt auch noch die Schale knacken können. Wieder wie letztes Mal, man hat wieder so eine gewisse Unverwundbarkeit, die man nach dem Treffer hat. Aber wenn die in dieser Stachelform sind, dann sind die meistens nicht mehr schwierig. So, was haben wir denn hier bekommen? High Jump und Springball. Ah, guck mal, so der Boss ist schon so rumgesprungen. Das hat uns jetzt hier auch den High Jump gemacht. Mal schauen. Da vorne. Was auf der Karte abgedeckt war. Man kommt hier auch wieder ohne Probleme raus. Oh. Das sah eben aber lebendiger aus hier. Aber das ist auch eine echt geile Sache bei dem Spiel hier. Die Welt wirkt viel lebendiger als bei dem anderen Spiel. Weil beim anderen ist so, ja, man läuft halt immer wieder über die gleiche Karte. Verändert sich nicht wirklich viel. Aber naja, gut, da geht der jetzt mal nicht weiter. Ich glaube, wir müssen. Hat man Objective, genau. Navigationsterminal. Okay, wir müssen wieder raus. Oha. Von hier aus. Ah, guck mal, hier sehen die Kästchen ein bisschen anders aus. Oh. Also hier sollte man auf jeden Fall jetzt nicht runterspringen. Das Viech macht uns platt. Sowas von. Aber man merkt, dass AX hat hier ganz schön getobt. Also hat hier die Türen kaputt gemacht. Hier merkt man schon, hier ist einfach zu viel Luft, da kommt man noch. Aber dadurch, dass hier jetzt die toten Viecher an der Wand hängen, kommt man hier weiter, da ist die Tür blockiert. Da kommt rein. Sind wir zurück im Hauptraum. Boah, auch hier sind irgendwie die Gegner alle ziemlich zugerichtet. Auch was zu regenerieren. Nee. Achso, und es ist durchaus sinnvoll abzuspeichern, bevor man das nächste Objective kriegt, weil es kann nämlich auch gerne mal passieren, dass der nächste Abschnitt zeitabhängig ist. Samus, es gibt Grund zur Sorge. Die Sicherheitssperre zu lösen könnte falsch gewesen sein. Das AX ist in die Wasserumgebung von Sektor 4, Aqua, eingedrungen. Mit ihm mehrere tausend X. Nach der Aktivierung der blauen Schleuse konnte es unbemerkt eindringen. Lebewesen und Kontrollsysteme in Sektor 4 weisen bereits vielfache Unregelmäßigkeiten auf. Ich untersuche derzeit die Vorgänge. Sie erhalten weitere Anweisungen nach Ankunft am Navigationsterminal. Es sah X, ein Gegner, der über meine größten Stärken verfügt. Aber hat das etwas zu bedeuten? Kann ich nicht.
Es ist nichts weiter als eine Tötungsmaschine. In meinem jetzigen Zustand kann ich ihm nicht entgehen. Das Sa-X ist eine Kopie, ein seelenloses Abbild von mir. Ich muss es aufhalten, bevor es mein Potenzial erkennt und zu einer Bedrohung für das ganze Universum wird. Dort ist, wir gehen nicht von 1 zu 2 zu 3 zu 4, sondern 1 zu 2 zu 4. Der Sektor ist stärker beschädigt als angenommen. Ich wusste, dass die X zerstörerisch sind, doch das hier... Aber verfolgen sie ein bestimmtes Ziel. Wir können nicht ausschließen, dass das Sa-X über eine hohe Intelligenz verfügt. Wirklich interessant, diese X. Vor allem das Sa-X. Doch ich schweife ab. Der Sektor beherbergt ein sehr großes Lebewesen, welches die Forscher Seris nannten. Es ist äußerst rasant und kann blitzschnell angreifen. Weitreichenden starken Verwüstungen sind vermutlich Seris zuzuschreiben. Zweifelsohne hat das Sa-X es befreit, wenngleich ich mir nicht sicher bin, warum. Seris ist wiederholt zu diesem Becken zurück. Scheint sein natürliches Verhalten zu sein, immer wieder dorthin zurück. Gleich es sich hier um ein wertvolles Exemplar handelt, so werden sie hiermit offiziell autorisiert, es zu eliminieren. Andernfalls könnte es in andere Sektoren eindringen. Keine Ahnung. Schnell weggedrückt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vordringen. Einige freiliegende Stromleitungen setzen das Wasser unter Strom. Doch wir könnten sie nicht vom Netz trennen. Es hätte für die gesamte Station negative Konsequenzen. Wenn sie in Kontakt mit Wasser geraten, so erleiden sie einen schweren elektrischen Schaden. Und sie ihre Energiereserven, wenn sie vordringen. Warum bleibe ich hier denn überhaupt nochmal stehen? Der gibt doch gar keinen Sinn. Ach. Ein Wasserlevel. Wir freuen uns doch immer alle über Wasser. Für verschiedene Wege. Wir könnten erst nach links oder nach rechts gehen. Wir gucken erstmal nach rechts. Die komischen Viecher lassen uns da nicht durch. Das brauche ich jetzt nicht probieren. Die Energie kann ich mir sparen. Sonst sowieso bestimmt einmal in dieser Elektrogrütze da landen. Kann aber schaffen. War nicht dumm, ne? Ist auch noch einer. Für mich so aus, als ob man da... Wie viel halten die denn aus, bitte schön? Nein, nein, nein! Blöde! Ah, und doch mal ein...
Vor allem, wie viel HP ich einfach schon verloren habe. Da merkt man schon, dass HP-Pumpen ist hier ein bisschen jämmerlicher als in dem anderen Spiel. Da muss man schon echt ein bisschen drum kämpfen. Jawohl. Es kann nicht schaden, jetzt schon so viele Container wie möglich mitzunehmen. Kann nicht falsch sein. Auch lang. Ja, es sieht aber irgendwie so nach einem One-Way aus, weil wir kommen da nicht wieder raus. Erstmal nachgucken. Ob vorher nicht noch irgendwie was abstauben können. Und ein Kontrollraum. Ah, okay, also wir müssen, bevor wir hier das Wasser runterpumpen können, müssen wir diesen Dash bekommen. Hi. Wenn man da schon wieder diesen Riss in der Wand sieht. Ah. Und man kommt tatsächlich auch im Wasser noch relativ weit hoch. Da müssen wir eindeutig von der anderen Seite ran. Das auf Distanz gehen ist auf jeden Fall nicht falsch. Schön ist die Tür. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Idee. Die Tür, die lädt uns ja wieder auf. Okay, das war wieder so einer von den Bossen. Ah ja, genau, der ist so schnell. Irgendwann kommt er einfach auf unserer Höhe. Kriegt uns hier von der Plattform. Das ist der Moment, in dem man versuchen muss, ihm nochmal vielleicht so die ein oder andere mitzugeben. Ja, das ist gut. Ja, das war sehr gut. Ah, genau das meine ich. Der war gut. Da hat er mich erwischt. Timing ist nicht so einfach. Dann bewegt er sich manchmal wirklich unglaublich schnell. Man kann nicht wirklich sagen, wo er als nächstes herkommt. Aber zum Glück ist das zu einer Stelle. Also erstmal, der hält nicht unendlich viel aus. Und es ist nicht schlimm, wenn er jetzt einen mal ab und zu erwischt. Es darf nur nicht dauernd sein. Wenn man ihn wenigstens ein paar Mal trifft, dann sollte man ihn eigentlich nicht schaffen. Wieder normal.
normal. Ich glaube, ein oder zwei Hits will mehr brauchen. Ah, hier. Und natürlich noch dieses obligatorische Stachel-X raus. Merkt jetzt das Gelbe, das hält jetzt doppelt so lange. Das ist jetzt einfach mal einer, der ein bisschen mehr aushält, aber sonst. Oh, Speed Booster einsatzbereit, Anlauf erforderlich. Merkt das jetzt gerade, wie groß der Shooter-Anteil in diesem Spiel eigentlich ist. Der, also, man hat in dem anderen Spiel ja auch schon viele geschossen. Aber, so viel nicht. Zumindest kam es mir so vor. Na gut, dann wollen wir uns jetzt nochmal die Pumpe kümmern. Das Objective eigentlich. Stationsterminal aufsuchen, okay. Brauchen wir eigentlich die Pumpe jetzt nicht, oder? Wenn wir einfach wieder rauslaufen können, dann können wir das ja mal machen. Ach so, wir müssen den... Ah, deswegen. Natürlich müssen wir die Pumpe bedienen. Weil wir sonst nicht wieder zurückkommen. Das ist der Trick dabei. So, dann können wir... Kann man da überhaupt lang? Da oben sind wir gar nicht gewesen eben, ne? Oh mal. Hi, lass mich. Ich werde mir noch ein paar HP spenden, das ist nett. Schön. So, mal gucken, was hier so ist. Oh. Okay, da oben ist auch noch ein Safe-Raum. Den können wir gleich mal besuchen. Mal gucken, was hier drin ist. Ich glaube nicht, dass man jetzt gerade safen muss. Bestimmt wieder einfach nur irgendein Item verstecken. Das dachte ich mir schon. Das ist diese Ecke, wo wir eben den Energietank gesehen haben. Die Ecke ist das. Perfekt. Und irgendwie werde ich gerade das Gefühl nicht los, dass der Energietank tatsächlich noch eine zweite Reihe hat. Obwohl die Dinger so klein sind, kann ich mir vorstellen, dass man am Ende zwei Reihen haben kann. So. Kostet ja nichts. So, da haben wir ja mittlerweile einen anderen Teil des... Okay, gut. Dann einmal Speed boosten. Dieses Terminal da einfach hängt. Werden wir nochmal gezwungen, nochmal schön noch einen Raketencontainer aufzunehmen.
Boah, rote Schleuse. Okay, da geht's jetzt erstmal nicht weiter. Die roten sind die Vierer. Wenn ich mich irre. Ja, genau. Vierer. Also Vierer-Schleusen, die werden wir gerade jetzt im Moment noch nicht haben. Vor allem versucht ja auch... Also Adam versucht uns ja jetzt auch nicht unnötig viele Rechte hier zu überlassen. Aus Sicherheitsgründen. Problem ist ja, je mehr Rechte wir hier bekommen, desto mehr... Goldene, für den braucht man aufgeladen. Je mehr Rechte er uns überlässt, beziehungsweise also er überlässt ja nicht uns die Rechte, sondern er lässt die Schotten einfach auf. Für alle. Das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, wenn das AX hier noch auf der Station wohnt. Da ist es natürlich verständlich, dass er das nicht möchte. Deswegen können wir erstmal nur mit den Level 1 Sperren da. Gut, gespeichert habe ich. Ich kann ja nochmal für die Paranoia nochmal speichern. Aber die Station ist ja sogar abgesenkt. Man kann nicht zweimal direkt im gleichen Zug speichern. So, gut. Dann, so, dann machen wir jetzt auch Feierabend. Es ist nämlich schon nach 2. Wir wollen nicht die ganze Nacht durchzocken. Also, ja, werde ich demnächst weitermachen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Auch wahrscheinlich... mache ich morgen weiter. Wir werden sehen. Also, haltet euch bereit. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und ciao.